your past, your future, your very light. You will lose everything. Fick dich! Jetzt bin ich dran. Wie, du bist dran? Okay, hier geht's runter. Schaffe ich das noch? Puh. Ja. Aber ich wollte gar nicht runter, ich wollte hoch. Das ist dann die andere Richtung. Ja, ne? Das sind zwei Türen. Die eine führt raus zu den drei großen, glaube ich. Oh Mann. Irgendwo war hier so ein Fahrstuhl. Geht das mal los hier? Schild könnten wir eigentlich auch anziehen, ne? Was haben wir da? Das meinte ich. Guck mal, da bin ich gerade vorbeigefahren. Hast du gesehen? Hier ist es schon. Okay, ich probiere es. Pass auf. Da in diese, wo die Gitter waren, oder ja, was? Ja, genau. Da ist... Ich glaube, da waren wir noch nie drin. Mhm. Das müsste doch machbar sein, oder? Mhm. Bin ich einfach nur zu spät gesprungen gerade. Und der Weg zum Smelter Demon ist auch ziemlich hart. Mhm. Das ist ähnlich wie letzte Folge, die Alone Nights. Wir haben uns ja auch eben, wir haben ja gerade eine halbe Stunde Pause gehabt zwischen diesen beiden Aufzeichnungsfolgen. Seht ihr vielleicht, wir haben die gleichen Klamotten an. Am gleichen Tag. Und wir haben uns nochmal unterhalten. Also der Weg dahin ist ja eigentlich nicht schwer, aber es ist wirklich so diese 10 Alone. Wenn der Invader da kommt und die Truhe. Pass auf, nachher ist noch ein Boss unten. 4 Bosse? Nee, glaube ich nicht. Ich habe ja mittlerweile auch schon im Internet genug gelesen, als dass ich weiß, dass da nur 3 Bosse sind. Die haben wir alle schon gesehen. Four Kings könnten da sein. Da sind wieder neue Chabos. Da ist das Ding. Komm, einer fürs Team. Stich die, Alte. Nein! Einmal links! Nein! Sau dumm. Wieso hat er denn, wieso steht er denn per Default auf No? Super cool. Super dumm, ey. Aber den Geheimgang, den wir am Anfang gecheckt haben, das war ja nur 2 Bugs. 2 Dingsbums-Bugs. War ja gar nicht so geil. Ja, geilen Kram findet man irgendwie in den DLCs eh nicht, habe ich das Gefühl. Mann, ey. Bloß nicht darunter rennen. Sehr gut. Oh, wie gemein. Fuck you! Noch einen schönen Backstep hinterher jetzt. Oh, alter Lachs! Nein, jetzt haut er wieder ab. Ja, der hat mich sonst gekillt. Lieber trinken. So ein Humanity eigentlich mal benutzt, fast in einem. Obwohl, das ja, jetzt ist der Curse. Cursen auch egal. Okay, ich mache jetzt einen fürs Team hier unten, ne? No. Das do it.
Ertrinkt er? Seelenruhig? Oh, shit. Und wieder die Ungeduld von uns. Hast du gesehen, wie der Spacken auch einen getrunken hat, während ich an ihm vorbeigelaufen ist? Bin? Ich mach den jetzt platt. Ja, ne? Mit dem Drachenzahn. Ja, ne, dachte ich auf der Kettenbrücke auch, dass ich den lieber in der Hand hätte. Den schön auf den Boden flatschen. Drachenzahn ist gut gegen so Invader. Ja. Ah, aber guck mal, dann ist da unten dieses letzte Idol. Hoffe ich. Und dann können wir für die Soul uns bestimmt wieder eine super krasse Bosswaffe holen, die nichts bringt, so wie unser Fume Sword. Ja, so schlecht ist das Fume Sword nicht. Es ist nur nicht gut. Hol's doch mal raus. Ach nee, du wolltest jetzt sehen. Ja, ich mach, kannst ja in die andere Hand nehmen. Ist eh ganz gut. Hey, wir sind alle nackedei. Macht halt auch Bock, weil es so ein geiles Geräusch gibt. Was, das Zischen oder das dieses, Klirren? Dieses, ja, dieses Schlitzi-Geräusch. Okay. Da geht's tief runter. Da kommt Maldron, der Assassine. Du hast nicht Humanity genommen, oder was? Hoppa! Glück. Oh. Au. Du Ratte. Verdammt! Es ist eine fiese Sau. Haben wir unten das Ding jetzt schon kaputt gemacht? Nee, ne? Nee. Das hat nicht geklappt. Aber auch am Anfang direkt fünfmal daneben geschlagen. So ein kleiner Piss-NPC. Da merkt man schon, dass heute das Karma einfach auch wirklich nicht gut ist. Es klappt, es gibt so Tage, da klappt einfach auch nichts. Was hast du denn gestern angestellt? Dass das so ich überlege gerade, ich weiß es nicht. War das die Oma, die ich vom Bus geschubst habe? Das kann eigentlich nicht sein, die stand halt im Weg, aber ansonsten. Was hält die da auch alle auf, die über die Ampel gehen wollen? Ja, ne? Läuft, Alter! Ach, dann gib mir das Schild. Tag. Jetzt will er bestimmt heilen. Nice. Heilo, heilo. Okay. Oh, okay. Oh ja, hier. Ah! Ist das eine Falle oder wo kommt der Pfeil her? Hier, die Typen da oben sind noch aggro. Oh, guck mal, Soul noch. Jetzt haben wir. Ja, wir haben sie completed. Completed! Nadalia is no more. No more Nadalia. Oh, oh, shit. Well. Well. Oh, und überall sind Leute und Nerven ein ab. Soll ich jetzt wegen dem Item nochmal da hingehen? Ja, auf jeden. Da ist jetzt das krasse Sword of World Destruction. Ey, ist eh wieder nur zwei Bonfire Ecstatics oder sowas. Ja, aber du kannst nicht schlafen, wenn du nicht weißt, was da unten ist. Ach doch. Ja? Ja, komm. Invader ist tot. Curse Alde ist tot. Das ist jetzt. Das ist okay, da runter zu gehen. Kriegen wir hin. Was ist denn das hier? Machen wir es.
Ich muss das einmal probieren mit den Pfeilen. Was ist das? Ich spare mir das I told you so dann gleich, okay? Ja. Mach ein kleines Nickerchen. Dennis, das geht nicht. Sorry. Das ist ja super. So. Tor's auf. Oh, Feuerbälle. Roll da durch, sehr gut. Oh, das Tor geht zu. Wunderbar. Nein. Ja. Oh, oh, oh. Das war auch wieder so dumm. Rein vom ja. Spacing hätte es gepasst, ja. Aber unsichtbare Wand sagt nein. Das ist der Unterschied zwischen Videospielen und Filmen. Bei Filmen, da geht das Ding runter. In letzter Sekunde und schnappt er sich noch seinen Hut. Durch, ja. Okay. Ich probier's auch. Aber wir haben Streaking Days. Mach's mit extra Speed. Siehst du, wie viel schneller ich schon bin? Oh, wie eine Grazie springt. Oh, ich kann das, ich bin das gar nicht. Das ist automatisch. Okay, go, go. Da liegen noch ein paar Seelen, ne? Sind das viele? Ja, die muss immer wieder da rein in den anderen Raum. Das ist nämlich so, wie du es sagst. Es gibt zwei Wege zum Smelter. Die einmal den hier durch die dummen Gitter und einmal den durch die dummen Feinde. Da ist Nebel. Ja, Tatsache. Geil. Geil, weil ich erinnere mich, das war scheiß schwierig zum Smelter zu kommen. Das ist auch immer noch ein weiter Weg auf jeden Fall. Aber wir haben auch hier noch zwei Lagerfeuer nicht. Ich könnte wetten, dass wir irgendwo noch ein Lagerfeuer übersehen. Fuck you, du Bitch! Oh, oh Mann! Aber volle Kanne. Oh Mann! Mann, ich hätte den Smelter jetzt noch platt gemacht. Jetzt wird das natürlich nichts mehr. Okay, aber wir haben das eine Geheimnis gelüftet. Oh. Ich muss mal kurz irgendeinen Praktikanten schlagen, okay? So, ich muss alles wieder rückgängig machen hier. Fehlt nämlich schon einigermaßen Energie. Und mir gefällt das Schwert.